In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr einen sogenannten Aufstellblock in Rockwell anlegt und richtig konfigurieren könnt, damit später mehrere Züge hintereinander, je nach Länge, in einem Block stehen können. Ein Aufstellblock macht gerade im Schattenbahnhof Sinn, um die Kapazität zu erhöhen. Wichtig ist, dass pro Abschnitt eines Aufstellblocks ein Rückmeldekontakt benötigt wird. Ein Aufstellblock mit einer Länge von 270 cm mit zum Beispiel drei Abschnitten, die jeweils 90 cm lang sind, kann entweder drei Züge mit einer Länge von ca. 85 cm beherbergen, einen 175 cm langen und einen 85 cm langen Zug unterbringen oder aber nur einen Zug mit einer Gesamtlänge von 270 cm unterbringen. Das heißt, ein Zug kann theoretisch alle Abschnitte oder nur einen Teil der Abschnitte blockieren. Zu Beginn müsst ihr also einen Aufstellblock zum Rockwell-Gleisplan hinzufügen. Dafür geht ihr unter dem Reiter Gleisplan auf Plan bearbeiten. Im neuen Fenster Symbole hinzufügen gibt es unter Block den normalen Aufstellblock. Dieser kann mittels Drag and Drop an die richtige Stelle gesetzt werden. Falls nicht so viel Platz vorhanden ist, gibt es darunter auch das kleinere Aufstellblock-Symbol. Wichtig ist hier die Richtung des Aufstellblocks. Die Spitze zeigt auf die Ausfahrseite des Blocks. Daher kann ein Aufstellblock nur einseitig angefahren werden. Sonst würde halt das Nachrutschen der Züge nicht funktionieren. Ja, und jetzt verlassen wir wieder die Bearbeitung des Gleisplans mit dem Klicken auf den Reiter Gleisplan und dann Bedienung. Um jetzt einen Aufstellblock einzurichten, öffnet ihr das Kontextmenü. Das funktioniert mit einem einfachen Klicken der rechten Maustaste. Unter Eigenschaften kommen wir in die Einstellung. Unter Kennung tragt ihr dann den Namen des Aufstellblocks ein, zum Beispiel Aufstellblock. Unter Abschnittslänge könnt ihr die Länge der jeweiligen Abschnitte eintragen. Dies macht allerdings nur Sinn, wenn alle Abschnitte die gleiche Länge haben. Darunter könnt ihr den Abstand zwischen den Abschnitten, also den Puffer, einstellen. Den würde ich auf 5 cm einstellen. Unter Einfahrtsmelder wird dann, wie bei einem normalen Block, der Entermelder eingetragen. Die gerade schon angesprochenen Abschnitte werden im Reiter Abschnitte eingestellt. Hier im Beispiel sind noch drei weitere Rückmelder im Gleisplan, das heißt, der Aufstellblock hat drei Abschnitte. Diese könnt ihr unter Kennung entsprechend benennen oder durchnummerieren. Darunter wird dann die Länge eingetragen, hier zum Beispiel 95 cm. Außerdem muss der entsprechende Rückmelder zugewiesen werden. Hier wäre es jetzt der Rückmelder K8. So werden dann alle Abschnitte nacheinander mit gegebenenfalls anderen Längen und anderen Rückmeldern eingerichtet. Zu beachten ist, dass oben in der Liste die Einfahrtsseite und unten die Ausfahrtsseite ist. Im Reiter Einzelheiten sollte wieder elektrifiziert aktiviert werden, damit auch Elektrolokomotiven diesen Block anfahren können. Wie bei einem normalen Block kann auch die Wartezeit wieder angepasst werden. Unter Berechtigungen können dann wieder einzelne Zugtypen, Antriebsarten oder Epochen aktiviert werden. Wenn alles leer bleibt, dürfen wieder alle Lokomotiven diesen Block anfahren. Nach dem Erstellen der neuen Fahrstraßen kann dann auch schon die erste Lokomotive mit einer Länge von ungefähr 22 cm in den Aufstellblock einfahren. Sobald der Zug den Einfahrtsrückmelder passiert hat, wird der Aufstellblock blau. Nach Ankunft der Lok wird neben dem Namen angezeigt, wie viele Abschnitte belegt sind. Hier einer von drei. Über das Kontextmenü des Aufstellblocks kann die Ausfahrt gesperrt werden, damit dieser zum Beispiel bei Betriebsende vollgefahren wird. Dieses Öffnen und Schließen der Ausfahrt kann auch mittels Doppelklick erfolgen. Ja, und jetzt steht der vollautomatischen Modellbahnsteuerung über Rockwell nichts mehr im Weg. Natürlich bietet Rockwell noch viele weitere Funktionen rund um die Steuerung der Modelleisenbahn. Wie ihr Weichen, Signale und Fahrstraßen einstellen und Lokomotiven anlegen könnt, zeige ich euch in vielen Erklärvideos. Viel Spaß beim Nachprogrammieren, ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video.